Am 27.10.2015 um circa 10.03 Uhr wurden Officer Greggs und ich zur 239 Woodlawn Road entsandt, um eine Diebstahlmeldung aufzunehmen. Wir kamen um circa 10.22 Uhr an und sprachen mit Lawrence Cooper, Gap 15.07.1967. Cooper berichtete, dass sein Briefkasten aufgebrochen worden war. Cooper, ich schaute vor 2 Tagen hinein, weil ich auf mein neues Handy warte. Ich sollte höhere Versandkosten zahlen, damit es rechtzeitig ankommt, aber ich habe denen gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich zahle nur so viel, wie es kostet und keinen Penny mehr. Sie haben klein beigegeben und meinten, es käme am Dienstag. Aber heute Morgen war das Schloss aufgebrochen und der Briefkasten war leer. Wahrscheinlich dieser Nichtsnutz Toe Down. Anmerkung, Toe Down ist Jervis A. Solo, der mir und Officer Greggs bekannt ist, ehemals Nummer 12882. Letzte bekannte Adresse, Almeda Plaza Apartments. Cooper gab außerdem an, die ganze Nacht vor dem Vorfall zu Hause gewesen zu sein und nichts gehört zu haben. Cooper gab weiter an, Weird Flex, wenn ich Toe Down finde, reiße ich ihm den Arsch auf, dass er am Arsch ist. Cooper wurde verwarnt, keine weiteren kriminellen Drohungen auszusprechen. Geht's dir Cooper? Gut? Weiß noch nicht, aber es geht schon, irgendwie. Hallo? Ich erinnere mich kaum in der Nacht hier gewesen zu sein. Ist wie ein Traum. Ich weiß aber noch, wie kalt es hier war, als wir ankamen. Richtig, richtig kalt. Und dann gab mir jemand eine Decke. Wo war ich denn jetzt? Und heiße Schokolade. Und mir war nicht mehr kalt. Cooper erklärte daraufhin, es uns gemütlich machen. Sein Vorhaben, Solo anzuzeigen und wurde darauf verwiesen, bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten. By the way, ich finde heißen Kakao ultra eklig. Damit kann man mich jagen. Ich mag keinen Kakao. Kaffee, ja. Kakao, bäh. No, no. Pussycat, Olli, Hollandi, Musikergroup. Ach, das ist wieder Spanisch, oder? Mr. Wutas, Oma, Surima, Edu. Astatel für unsere estnischen Freunde. Das war estnisch. Hätte ich nicht erkannt. Achso, da ist auch auf Deutsch. Pussycat war eine niederländische Musikgruppe, die in den 70ern ihre größten Erfolge hatten. Kenn ich nicht. Was haben die gemacht? Pussycat Dolls gibt's auch. Stimmt, die kenne ich. Nicht einmal Tyler kann mehr Punzel zuhören. I love this game. Ihr hört das Miauen? Nicht euer Ernst. Ich meine, niemand miaut hier. Okay, da waren wir überall. Hier vorne ist noch eine Erinnerung. Was haben wir hier? Puh, das wird morgen großartig duften. Ist das aus Tessas Restaurant? Mhm. Da gehen einfach alle essen. Boah. Was Besseres gibt es nicht in Delos Crossing. Ah, finde ich ganz, ganz schlimm. Wenn du deinen Arbeitsplatz rein und sauber hältst, ne, wie diese Dame hier, außer dem Kaffeebecher, und der Kollege hatte aber alles gelagert. Ich hasse es. Boah, das ist... Oh. Das hatte ich auch mal 3 Jahre. Ich musste den Schreibtisch meiner Kollegin immer mitputzen. Ich hasse es. Hab's gehasst. Wer zeichnet einen Wal? Gib der Katze was zu essen, die Arme. Ich ruf sonst Peter. Der hat Futter in seinem Napf, okay? Das ist es nicht. Der will gestreichelt werden. Und das macht er den ganzen Tag. Die Frage ist doch, ist es die weiße Katze oder nicht? Ist es nicht die weiße Katze? Oh mein Gott, das ist zuckersüß. Es ist süß, aber sag mir nicht, du bist im Babyfieber. Oh, nein. Wie kommen Männer immer darauf? Erinnerst du dich an Dan und Shelby? Glaub schon. Die Oberschüler, die Tessa wahnsinnig gemacht haben, weil sie Fische aufgedreht und beim Becky-Parkplatz rumgeknutscht haben? Ja, Dan ist Polizist. Die beiden sind verheiratet. Mit Kind und Labrador. Wow. Seit wann sind bitte alle so erwachsen geworden? Wie kann man nur so kalt zu einer Katze sein? Ich streichel ihn ansonsten die ganze Zeit, wirklich. Und sobald ich aufhöre, ihn zu streicheln, macht er dieses Geräusch. Das ist ganz normal. Dann ist es mir egal. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ah ja! Seid ihr schon im Babyfieber? Wo war die Erinnerung?
Da kommen wir her. Da können wir nicht rein. Wir könnten nach oben. Bestimmt auch nicht. Aber lass mal probieren. Oh, wir können nach Tyler, oben. Kommst du? Dann möchte ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Erinnerung oben ist, tatsächlich. Also lass da nicht hingehen. Ah! Nee, das ist Lesen. Was kann ich denn lesen? Das Ja. Okay. Ah, hier. Das ist die Waffenkammer. Du solltest fernbleiben. Oh, ich bin zu weit weg von dem Gespräch. Ach, schade. Was haben wir hier? Das Archiv ist nur für Mitarbeiter, das glaube ich nicht. Ach Leute, ich bin zu spät oder zu früh. Eins von beidem. Auf jeden Fall stimmt's gerade nicht. Ich werde sechsfach Vater von sechs verschiedenen Frauen. Ich bin sowas von schon abgeschlossen haben. Im Babyfieber. Irgendwie glaube ich dir das nicht, Hilton. Tut mir leid. Was sagt man dazu? Immer noch abgeschlossen. Abgeschlossen. Immer diese Gehirn-Azubis. Ich von den gleichen sechs Frauen. Warte, was? Was treibt ihr in Chaos Stream? Okay. Lesen? Was kann man hier lesen? Waffenkammer. Armory. Er schiebt mich hier immer rum. Was ist das? Chief Edward Brown. Er ist noch da. B-Zubis. Das heißt A-Zubis, okay? Scheiße, wir wurden exposed. Ich schick dir die Ultraschallbilder. Ich weiß mittlerweile, dass man sowas faken kann, okay? Wer lästert über dich im Stream? Ich. Archive. Dann lass doch mal da reingehen. Mining kills Salmon. Minenarbeit tötet den Lachs. Schneit es draußen? Wahrscheinlich schon, ist ja auch Winter. Und Alaska. Deine Katze hat Bock, hört ihr ihn immer noch? Die Tür ist sogar zu. Alter. Miau. Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Ich sag mir Linda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Macht euch einen Kaffee, hier. Der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Ein Kaffee? Die Maschine ist unten im Pausenraum. Aha. Okay. So, ich habe Kaffee gehört, das ist mein Stichwort. Ich würde sagen, ich baller mal das hier rein. Dann mache ich das so. Und hier mache ich das rein. Und wir beenden damit den Stream. Und ich sag danke fürs Dabeisein, wünsche euch eine gute Nacht und bis hoffentlich morgen. Morgen früh zum Mittagsstream am Mittwoch mit Spiritfarer. Und ja, habt eine gute Zeit bis dahin, war schön mit euch. Tammy Y ist ein richtig geiles Spiel. 10 aus 10 jetzt schon. Wirklich, gefällt mir sehr gut. Es gibt mir einfach diese Life is Strange Vibes und die habe ich so vermisst. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt. So. Was baller ich rein für einen Ending-Song? Oh, okay, ich habe einen. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Bye, bye. Hallo. Hi Leute, wie geht's? Wie war euer Dienstag? Es ist einfach schon Dienstag, wo ist der Tag hin? Es ist schon Dienstagabend, es ist fast Mittwoch, es ist fast Mitte der Woche, wo ist die Woche hin? Hi. Hi Palu, hi Jelken, hi Flo.
Rian, hi, Funfly, hi, David, hi, 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 Nisaro, hi. Haben wir gestern Resident Evil Village bestellt, uiuiuiui, Flo, das freut mich, bist du so ein Horrormäuschen? Eieiei, was lese ich da schon wieder? Was für Kroketten? Kroketten sind widerlich, okay? Pommes, Chips. Es gibt so geile Varianten, wie man Kartoffeln herstellen kann, machen kann. Aber bitte keine Kroketten. So, die Katzen kratzen wieder an den Türen. Perfekt. Ich mache schon mal den hier rein. Dann haben wir schon mal so ein bisschen Hintergrundsound erstmal. Und dann kann ich auch schon hier rein dingseln. Das ist übrigens gerade der zweite Song. War vom neuen Album von Marina and the Diamonds. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist auch eine meiner Lieblingskünstlerinnen tatsächlich. So, perfekt. Hab mir gestern Spiritfarer geholt. Freue mich drauf. Oh, Funfly. Es ist so ein geiles Spiel. Wirklich. Und ich wurde gegen Ende tatsächlich sehr emotional. Hätte ich nicht gedacht bei dem Game, weil es halt, ja, weiß nicht, dachte ich eigentlich nicht. Weil es jetzt sehr beruhigend gewirkt hat, so meditierend ein bisschen, halt auch witzig und so. Aber es hat schon hart gehittet am Ende, ja. Und tatsächlich sollen noch zwei Seelen kommen. Im Sommer kommt, also DLC-mäßig, im Sommer kommt noch eine und im Herbst. Also wir haben das ganze Jahr über Spiritfarer-Content, wenn man so will. Kroketten sind widerlich. Leute, das war's, bin raus. Ja, als ob die so geil wären. Ich mag die nicht. Ich warte sehnsüchtig auf eine Zombie-Apokalypse, aber es passiert nichts und ja, Horror ist toll. Ich wäre so aufgeschmissen in der Zombie-Apokalypse. Oh ja. Ich glaube, wir können mal hier drauf klicken. Vielleicht können wir noch nebenbei ein bisschen schnacken. Aber so können wir auch schon mal das Game ein bisschen weiterspielen. Ich habe gerade schon gesehen, hier ist unsere Aufgabe, finde den Pausenraum und trinke Kaffee. Boah, und das würde ich so gerne im echten Leben umsetzen. Geiler, schwarzer, heißer Kaffee. Kann ich hier reingehen? Bestimmt nicht. Was steht hier? Chief Edward Brown. Aber ich sehe doch, dass da jemand da ist. Da ist doch jemand drin. Ich kann wohl aber nicht rein. Wo ist der Pausenraum? Da sind die Archive. Und ihr müsst mir gleich sagen, ob der Sound so stimmt. Ich konnte es gerade nicht testen, weil einfach niemand was gesagt hat im Game. Hier ist wohl auch kein Pausenraum. Wo ist der Pausenraum, ha? Was ist das hier? Armory, das sind die Waffen, ne? Kann sein, dass wir jetzt gerade falsch laufen. Aber wir gucken einfach. Oh, da ist irgendwo eine Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Hier. Nicht das schon wieder. Gott, hier nicht auch noch. Ich bin nicht bereit. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Para, was ist los? Dein Tweet hat mich etwas überrascht. Habt ihr es erkannt, was es ist? Und was heißt da RIP? Wenn Leute... Warte. Irgendwas ist im Weg. Ah. Wenn Leute RIP in den Chat schreiben, denke ich immer, dass der Stream abgestürzt ist. Oder sonst irgendwas nicht stimmt. Das ist aber der Pausenraum hier, oder? Da müssen wir eigentlich hin. Nein, was ist das? Erklär, please. Hat Brown mich gerade vollkommen ignoriert? Keine Ahnung. Vielleicht ist er verlegen, weil du, naja, den Ring nicht wolltest. Na klasse. Das wird noch unangenehm. Da haben wir es. Das ist der richtige Raum. Mein Tweet ist... Rose lässt mich hier nie rein. No sexual? mein Tweet ist einfach die Übersetzung von I Want It That Way von den Backstreet Boys. Das war's. Wegen Tammy Y, wisst ihr? Okay, wir können jetzt mit ihm reden. Wir können Sachen untersuchen. Oder wir können eine Erinnerung angucken. Gehen wir hin?
Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Oh, das war in der Nacht. Das war in der Nacht, als wir die Mom getötet haben. Weißt du, ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn weggesperrt hätte. Ja, ich auch. Als du den Tweet verfasst hast, hattest du einen Brainlag, also wie immer. Hä, warum? Warum, was war damit? Als ich den Tweet gesehen habe, habe ich mir Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, dass es dir nicht gut geht oder so. Leute, wenn es mir nicht gut gehen würde, würde ich nicht twittern. Das könnt ihr mir glauben. Oh, Rose hat den Computer angelassen. Ah. Punzel, für die Übersetzung sind wir verantwortlich. Ach so, okay, dann frage ich nächstes Mal einfach euch. Selbst der Titel hier vom Stream ist einfach gejoinkt. Ich habe mir heute nichts selbst überlegt, es tut mir leid. Le Bernd, Dingo und Dinosaurier, hi. Was geht, Leute? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Dienstag. Also, was haben wir da? Memo. Lesen. An alle Mitarbeiter des Police Departments von Rose Jackson von 2015. Neue Verwaltungssoftware, bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwort Zugriff auf den Computer an der Aufnahme hat. Bei Fragen wendet euch an Sally oder mich. Ich brauche hier wieder für dieses Game Stift und Papier. War das? So. Ich muss mir wieder Dinge aufschreiben. Also, wir müssen doch jetzt bestimmtes Passwort rausfinden. Und hier steht was. ID. Was? Es wurde was zurückgesetzt. Mit der ID. Vielleicht die ID, die wir an den Schreibtischen finden können von den Beamten. Du kannst denken, du überraschst mich immer wieder, Punzel. Ich bin studiert, okay? Erstmal für 1000 Bits irgendeinen Timeouten. Wir haben jetzt, stimmt, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass man mit Bits jemanden Timeouten kann. Ich habe die Standardsachen drin gelassen, wie es vom Programm vorgeschlagen wurde, bis auf das Höchste. Das habe ich von 2000 Bits auf 1000 runtergesetzt, weil es doch sehr utopisch ist. Sag mal Nisaro, wie nice LOL ist und dass es sich runterladen soll. Nisaro hat immer noch kein LOL-Cringe, wirklich. R. Jackson. Ich muss hier wirklich Passwörter eingeben, ne? Die Vincenzi. Okay, wir müssen jetzt irgendwelche Passwörter rausfinden. Hackermans. Wie machen wir das? Allison. Wer wär's mit dem Kaffee, von dem wir geredet haben? Oh, erstmal Kaffee, stimmt. Stimmt. Aber wo ist der? Ich dachte, das wäre der Pausenraum. Ist hier der Pausenraum? Holding Cell ist Gefängniszelle. Okay, das ist nicht der Pausenraum. Wart ihr schon mal in einer Gefängniszelle? Ich ja noch nie. Auch nicht mit der Schule oder so. Wirklich noch nie. Ist noch irgendwo eine Tür sonst, die wir übersehen haben? Sagt er noch was also, anderes? Wer wär's mit dem Kaffee, ja, von dem ja, wir geredet ja, ja, haben? Ja, wo ist denn der Kaffee? Hier vielleicht? Nee. Das sieht auch nicht nach Pausenraum aus. Ah, hier, geh weg. Private. Privat. Da müssen wir doch hin. Hätte ich jetzt auch... Ich konnte nicht aufs Klo, ne? Da war nicht mal die Möglichkeit, etwas aufzuschließen. Okay. Hab auch keinen LOL. Funfly, was ist da los? Es ist for free. Ich habe keinen Pommes-Status auf Discord. Okay. Was ist ein Pommes-Status? Ich werde hier reingedrängelt. So, was haben wir hier? National Guard? Können wir aber nicht lesen. Da ist der Locker Room. Ich habe Schiss, dass gleich was passiert.
Noch ist hier alles in Ordnung. Ich habe gerade leichte Horror-Vibes. Und hier können wir nicht raus. Okay. Lass zuerst mal hier reingehen.